Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Collection Update. Wir waren wieder fleißig über die vergangene Woche, haben das ein oder andere gesammelt, unter anderem auch ein bisschen Anima. Und wir wollen uns jetzt zusammen angucken anhand des Add-ons All the Things, wo wir quasi ein bisschen was Plus gemacht haben. Und diesmal machen wir es ein bisschen anders als sonst. Normalerweise gucke ich mir erst an, was haben wir über die Woche Plus gemacht und danach gehen wir shoppen. Diesmal, weil es auf dem Main-Account ist, werden wir erst shoppen gehen. Und zwar sind wir das zweite Mal auf meinem Twinkchar, auf meinem Kyriana. Und bei dem habe ich nochmal ein bisschen Anima gefarmt. Ich glaube vor 3 Wochen, 2 Wochen, ich weiß gar nicht mehr. Wenn dann vor 2 oder 3 Wochen war das letzte Mal auf dem hier. Und dort haben wir ja schon mal einiges gekauft. Und ein bisschen was fehlt uns jetzt noch. Ich hatte das letzte Mal alles ausgegeben an Anima. Und ich hatte mir, glaube ich, ausgerechnet, dass wir irgendwie 37.000 oder 38.000 Anima brauchen, um uns alles kaufen zu können. Mir hatten damals, glaube ich, auch noch ein bisschen dankbare Gaben gefehlt. Und da haben wir jetzt ein paar, ich glaube 30 Stück habe ich da gebraucht und 37.000, 38.000 Anima. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen was eingezahlt. Ich hoffe, dass ich einigermaßen gut hingekommen bin. So, jetzt müssen wir mal schauen, welche Händler wir noch brauchen. Also jetzt haben wir hier All the Things mit dem Twink. Das habe ich hier leider nicht abgedatet, aber zum Gucken müsste es reichen. Also er sagt mir einmal, der Mythic-Händler, gut, den vernachlässigen wir. Und dann hatten uns noch 2 Sachen gefehlt bei dem Rüstungshändler. Und zwar ist das einmal ein Streitkolben und einmal ein Stab. Jetzt müssen wir mal gucken. Das war, glaube ich, er hier, ne? Oder? Oder sie hier, besser gesagt. Sie ist ja weiblich. Oh, der hat das Inventar ganz schön voll, wie ihr seht. Gut, das wird dann ein bisschen eng werden, aber eng ist ja nicht schlecht. So, das erste haben wir hier schon mal und dann brauchen wir noch das zweite. Da musste ich jetzt mal kurz auf alle umstellen, denn dieser Streitkolben wird wahrscheinlich als Stärke-Streitkolben gewertet und deswegen wird er mir nicht angezeigt, wenn ich hier oben nur Druid drin habe. Deswegen auf alle, dann kriege ich den auch noch mit rein. So, das waren jetzt schon mal 7000 Anima, die müssen wir jetzt mal kurz anlegen. 1 und 2. Achso, halt, stopp, nicht, dass ich meinen Transmog wieder, mein Main-Gear wieder verkaufe, das wollen wir natürlich nicht. Ach, das war gar kein Umhang. Ach, das ist ein Stab. Okay, das sah irgendwie so umhangmäßig aus. Ach, das will der Händler nicht loswerden. Okay, dann müssen wir das löschen. Und das löschen wir auch. Gut, die beiden Sachen haben wir jetzt schon mal raus aus der Liste. Jetzt ist nur noch quasi unter Händlern der Mythic-Händler drin, also der die Waffen umtauscht gegen diese Mythic-Tokens. Das kann ich leider mit dem Twink hier nicht bieten, weil der schlichtweg kein Gear fürs Mythic-Raiden hat. Aber was wir uns noch holen wollen, ist beim Sanctum gibt es ja einige Sachen, die wir da noch machen können. Und zwar unter anderem haben wir nochmal hier die Möglichkeit, ein paar Händler abzuklappern. Es gibt nämlich einmal 2 Mounts, dann gibt es ein paar Sets und noch ein paar Random-Items, die wir uns hier holen können. Und die wären relativ interessant, denn ich, soweit ich informiert bin, sharen diese kompletten Items mit den anderen Special-Pakt-Gebäuden, also sprich von den Ventium, von den Necrolords und so weiter. Heißt, wenn wir das Zeug kaufen, müssten bei den anderen Covenants auch einige Sachen rausgehen. Das werden wir uns jetzt aber gleich angucken. Ich war übrigens letzte Woche sehr fleißig und habe hier die Achievements fertig gemacht. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, ich habe jetzt auch tutti completi alle Achievements mit den Kyrianern fertig. Also ich bin sowohl mit den Necrolords, wo ich bei meinem Main ursprünglich war, fertig. Dann mit den Nightfee bin ich fertig. Und ich bin mit den Kyrianern fertig. Jetzt fehlen nur noch die Vent hier. Da bin ich auch mit einem anderen Twink wieder dran. Aber das ist leider eine langwierige Sache, weil man über den Gluthof ja diesen Weekly Lockout hat und da einfach irrsinnig lang dran rumfrickeln muss. Das ist ein bisschen blöd. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt die letzten Händler an. Wie gesagt, die Achievements haben wir alle gemacht. Dementsprechend haben wir dadurch die Berechtigung, uns jetzt hier Items zu kaufen. Hier sind nämlich noch die 2 Only Kyriana Mounts. Und die kann ich mir jetzt einmal holen. Einmal ewiger Phylanx der Loyalität. Und dann haben wir noch denselbigen der Demut. Und die beiden holen wir uns. Das sind nämlich dann wieder 2 Mounts mehr. Zack, 1 und Nummer 2. Muss ich bloß dran denken, dass ich da dann noch Mount Guide Videos zu basteln. Achso, wir müssen einmal das Anima noch auffüllen. Jetzt gucken wir gleich mal, wie viel wir haben noch. Wir haben ja jetzt 7000, glaube ich, ausgegeben. Und jetzt nochmal 5, also 12 haben wir ausgegeben. Jetzt füllen wir nochmal auf. Mal gucken, wie hoch es geht. 31
plus 12. Ja, da müssten wir easy müssten wir hinkommen. Wenn ich mich nicht total verrechnet habe. Wir werden gucken. Wäre nicht das erste Mal, dass ich mich total verrechnet habe. Okay, also dann haben wir jetzt noch zwei Händler. Einmal den mit dem Set und einmal mit den Random Items, ne? Und jetzt würde ich sagen, holen wir uns erstmal das Set voll. Ich habe nämlich jetzt bei den Kyrianern, wenn wir reingucken, habe ich drei Sets komplett voll. Eins fehlt noch, dieses Dunkle, was eigentlich ganz cool ist tatsächlich. Und das müssten wir von, nee, nicht von dir. Von wem kriegen wir das? Irgendeiner, hier war das, meine ich. Oder der war das, ne? Also, es würden ja hier auch die Namen dran stehen, aber dann wäre es zu einfach. So, der verkauft uns nämlich einmal das Set für 12.500 Anima. Das können wir gleich mal lernen. Ja, da geht einiges raus. Wir locken übrigens naht auf meinem Main nochmal. Da werde ich dann mal in All the Things nochmal updaten. Dann sehen wir dann die richtigen Werte, ne, dass wir so ein bisschen besser im Bilde sind. So, und dann können wir uns jetzt hier noch einige Nebenitems kaufen. Wir können uns ein paar Rückenteile kaufen. Die kosten jetzt nicht so viel, 750. Dann haben wir noch coole... warte mal, da sind teilweise coole dabei. Also das sind normale Rücken. Und dann haben wir hier quasi diese cooleren Rückenteile, alle in einem dunkleren Stil. Ich meine, für diese Items brauchte man das schwere Achievement, also sprich dieses Jünger der Demut, wo man dementsprechend alle Bosse einmal auf Demut besiegen musste, und zwar mit jedem von den Helden, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder mit jedem von den Mobs, die man steuern kann. Und das war tatsächlich nicht so einfach, kann ich euch sagen. Also es war eine ziemliche... ziemliches geprogressive, wo ich einige Abende drauf verwendet habe. Schlussendlich habe ich jetzt alle geschafft, teilweise ein bisschen mit Cheese-Taktiken, wie es so schön im Internet heißt, aber geklappt hat es zumindest, und ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss, weil das war teilweise schon echt ein bisschen anstrengend. Gut, so, jetzt haben wir noch über 11.000 Anima und dementsprechend nur noch einen Händler. So, jetzt würde ich sagen, dass ich das so ein bisschen beobachten will mit den anderen Covenants. Und zwar ist es so, dass wir bei den anderen Covenants, hier müsste das drin sein, oder? Da drin? Nee. Da müssten auch irgendwo, ach nee, ich guck falsch, wir müssen bei Rewards reingucken, hier. Da sind nämlich auch so Teile drin, hier zum Beispiel so ein Kolben. Diese Teile müssten dann eigentlich auch rausfliegen, wenn wir uns hier ein bisschen was kaufen. Vermute ich zumindest. Ich würde sagen, wir beobachten das jetzt mal hier bei den Covenants ein bisschen. Zum Beispiel bei den Ventier 221 können wir uns mal merken und bei den Nightfee 128. Ne? Also wenn ich mir jetzt hier ein paar Teile kaufe, dann müsste da eigentlich sich was tun. Halt, natürlich sind wir beim falschen Händler. Hier bei der Waffenhändlerin. Einiges habe ich hier schon, weil ich da dementsprechend die Sachen von den Samen schon rausbekommen habe, von den Nightfee. Also einiges schert da schon mal. Jetzt kaufen wir uns einfach hier mal das Zeug und gucken mal. 1, 2, 3 und 4. Jetzt wird es aber ganz schön eng mit dem Anima. Ich glaube, das wird sogar fast nicht reichen, oder? Okay. Achso, die muss ich dann wahrscheinlich einmal anlegen und wieder weghauen. Was haben wir hier noch? Jetzt habe ich mal nochmal umgeschalten. Manchmal buggt es ein bisschen, da muss man immer zweimal mit den Händlern quatschen. Hier, das zum Beispiel, die Schildhand brauche ich noch. Dann haben wir hier die Stangenwaffe. Einen Dolch. Zweihandkolben. Da haben wir noch einen einhändigen. So, jetzt haben wir noch 1000 Anima. Und da noch einen Zweihandkolben. Okay, das wird nicht ganz reichen, oder? Einen Dolch. Einen Kolben. Ja, okay, ich muss doch nochmal ein bisschen Anima holen. Ich habe mich anscheinend dezent verrechnet. Ich glaube, ich habe mich um 10.000 verrechnet, habe dann ein bisschen mehr gefarmt gehabt. Okay, also wir brauchen jetzt noch zwei Teile, wie ich hier sehe. Zwei Kolben. Jetzt tun wir das alles mal anlegen und verkaufen und gucken mal, ob das bei den anderen Covenants dann irgendwas ausmacht. Jetzt tun wir meine Waffe da mal runter. Legen wir einfach mal alles an. Mal gucken, dass es das auch zählt. Und ich vermute, dass bei den anderen Covenants jetzt ein paar Sachen rausfliegen müssten. So, das können wir wieder anlegen. Dann hauen wir das mal alles weg. Schauen wir mal.
ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, bei den Ventier waren es, glaube ich, 221, ne? Da ist auch was rausgeflogen. Bei den Nightfist, glaube ich, auch ein bisschen was rausgeflogen. Jetzt gucken wir mal, was er noch hat. Also angezeigt wird jetzt bei ihm, haben wir noch ein Teil. Es waren aber, glaube ich, noch zwei. Einfach, weil das zwei Transmog ist. Anscheinend habe ich einen Ticken zu wenig geholt. Ja, wie ihr hier seht, zwei Teile fehlen mir noch. Das sind dann 3500 Anima, wenn ich mich jetzt nicht ganz verzählt habe. Gut, das kann ich an einem Tag farmen. Die hole ich mir einfach noch, dann sind wir hier tatsächlich komplett fertig. Das ist nämlich das Letzte, was mir fehlt. Und hier brauche ich noch einen Anhänger, den ich wahrscheinlich in Torghast mir besorgen muss, vermute ich mal. Also viel ist es da dementsprechend auch nicht mehr. So, und jetzt gucken wir mal bei den anderen Covenants noch kurz rein. Das habe ich ja alles verkauft, ne? Necrolords passt es. Hier waren ja die Sachen nicht mehr drin. Okay, bei den Necrolords passt es eh. Bei den Ventier, beziehungsweise ich schaue erstmal bei den Nightfee rein. Sanctum, Queen's Court. Jetzt ist hier noch das Mount drin, die Quests sind drin und nochmal das Mount. Okay, also die anderen Teile, die wir hier von den Samen noch gefehlt haben, sind über den Händler auch rausgeflogen. Das ist schon mal sehr nice. Und jetzt schaue ich nochmal bei den Vent hier kurz rein. Okay, wo haben wir es denn? Hier den Ember Court. Und dann muss ich einmal hier unter den Rewards mal gucken. Jetzt klappen wir das mal alles nochmal zu, ob hier noch so Items drin sind. Nee, das sind keine Items. Das sind auch nur so, auch keine Gear-Items. Hier ist ein Gear-Item drin. Ich vermute aber, dass das ein Necrolord-Only-Reward ist, weil das ein Umhang ist, okay. Dann, das sind auch nur so Upgrade-Items für den Gluthof. Das auch, das auch. Das hier auch, oder? Ja. Die habe ich alle auf dem zweiten Account, aber das wird hier nicht angezeigt. Das ist ein bisschen das Problem, bis ich das Achievement habe. Nee, aber so wie das aussieht, habe ich die damit alle. Das Einzige, was dann halt noch fehlt, sind immer die Rückenteile. Aber die kriege ich mit dem Twink soweit noch zusammen. Okay, sehr schön. Dann sind wir mit dem durch. Leider habe ich mich ein bisschen verzählt. Wie gesagt, 3500 Anima brauche ich noch, um dann dementsprechend das hier fertig zu machen. So, jetzt swappen wir einmal auf mein Main rüber. Da werden wir dann auch einmal hier All the Things updaten und dann sehen wir, wo wir aktuell von den Zahlen her stehen. Übrigens, kleine Randinformation, letzte Woche habe ich hauptsächlich meine Zeit damit verwendet, dass ich mit meinem Main quasi alle Covenants durchgeswappt bin. Ich habe es nämlich so gemacht, dass ich ja jetzt seit Add-on Release bei den Necrolords war und mir das mal ein bisschen angeguckt habe mit dem Covenant-Swap-System. Warum habe ich das gemacht? Ich habe jetzt zwar die ganzen Belohnungen mit meinen Twinks gekauft, oder ihr seht, bei den Koreanern zwei fehlen noch, ne? Also fast alle gekauft, aber die Quests, ne, die will ich ganz gerne auf den Char an sich haben. Und zwar hat es folgenden Hintergrund, ich kann euch das mal zeigen. Es gibt hier so eine Seite, die nennt sich Data for Azeroth, und da ist es so, dass wir sowohl einen Account als auch ein Charakter-Rating haben. Und bei diesem Quest-Rating oder bei dem quasi Charakter-Rating gibt es halt auch einen Unterbereich mit Quests, ne? Und da will ich halt so ein bisschen nach oben kommen. Und dementsprechend muss ich mit meinem Main die ganzen Quests bei allen Covenants mit dem Char spielen. Heißt, ich muss jetzt jeden Covenant einmal durchswappen und die ganzen Quests da fertig bekommen. Und mittlerweile bin ich schon relativ weit. Also ich bin auf Worldplatz 3 mit 11.959 Quests auf dem Main, und dann gucke ich mal. Also mal schauen, vielleicht reicht es sogar, naja, wahrscheinlich wird es nicht ganz reichen für Platz 1, weil ich da die Berufsquests nicht gemacht habe oder nicht alle habe, aber zumindest vielleicht noch ein bisschen weiter hochzukommen, ne? Den einen will ich mir auf jeden Fall noch schnappen, den zweiten, und mal gucken. Und dementsprechend bin ich jetzt erst zu den Koreanern geswappt, habe da meine Ruhmstufe hochgeballert auf 26, dann konnte ich nämlich sowohl 5 Seelen als auch 15 Seelen gleichzeitig mitnehmen. Da gibt es so einen Bug, dass man beide machen kann. Dann habe ich das gleiche auch bei den Ventier gemacht, habe dann nochmal meine Rufstufe auch auf 26 gebastelt und jetzt bei den Nightfee auch. Also ich bin alle drei Covenants durchgeswappt. Das war letzte Woche tatsächlich ein Riesenaufwand, und die Woche muss ich jetzt nur noch die Pack-Kampagnen weiterspielen, und dieses Gegrind in den Instanzen, was wirklich ziemlich zeitaufwendig war, habe ich tatsächlich jetzt hinter mir. So, jetzt werden wir hier einmal bei dem Main einmal debuggen, dann haben wir nämlich die richtigen Werte, und dann müssen wir wahrscheinlich, vermute ich, auch nochmal refreshen.
Ja, yep, okay, das müssen wir auf jeden Fall einmal refreshen und dann overall auch nochmal. Und zwar ist jetzt hier schon ganz gut was rausgegangen. Jetzt wird es ein bisschen laggen. Ich kann euch mal das Bild zeigen von letzter Woche. Machen wir das mal ein bisschen groß, dass das nicht mehr so viel weißer Stuff ist. Letzte Woche waren wir so stehen geblieben bei 11.133 Sachen und waren bei 98,50%. Und jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen refreshed, jetzt sind wir noch bei fehlenden 811 Sachen. Heißt, wir haben über 300 Sachen plus gemacht, liegt auch einfach jetzt zum Teil an den Quests tatsächlich, ne? Also, das war relativ viel Stuff. Achso, übrigens, ich habe mir auch noch schon, ich glaube unter der Woche war das eine Pet bei den Koreanern gekauft, ne? Da gab es ja ein Pet, was 200 Pet-Battle-Abzeichen kostet. Und quasi auch eins von den Koreanern-Achievements in der Arena da als Voraussetzung hatte, das habe ich mir unter der Woche schon mal gekauft. Dementsprechend haben wir ein Pet plus gemacht. Wir haben zwei Mounts haben wir plus gemacht, die ich mir eben gerade gekauft habe. Set hat sich nichts geändert, Berufe hat sich auch nichts geändert, hergestellte Gegenstände auch nicht, PvP auch nicht. Also Flypaths hat sich geändert, weil ich ja jetzt bei den wie heißt es hier, bei den Nightfee am Ende gelandet bin und auch den Flugpunkt hier oben bekommen hat. Man hat ja mit jedem Covenant einen speziellen Flugpunkt, den man nur kriegen kann, wenn man bei dem Covenant ist. Und den habe ich mir jetzt quasi geholt. Dann Erweiterungsfeatures ist ja jetzt ewig viel rausgegangen. Es sind über 200 Sachen. Und bei Erfolgen sind auch über 200 Sachen. Da können wir uns gleich nochmal angucken, was es genau ist. Weltbeute hat sich nichts geändert. Und hier, die beiden sind tatsächlich irgendwie gestiegen. Ich habe zwar die Woche da nichts gemacht tatsächlich, ne? Aber die sind irgendwie gestiegen und ich weiß ehrlich gesagt nicht so 100%, warum die gestiegen sind. Also, I don't know. Ich weiß bloß, ne, dass mir jetzt hier, hier in der anderen Seite, weil ich jetzt bei den Nightfee bin, werden mir diese Geister angezeigt, die ich hier besorgen kann. Von Musalla gibt es anscheinend so eine Raptor-Seele, die man sich holen kann. Also, oh, die hat aber Loot-Chance 5,88%. Okay, die kann ich wahrscheinlich die Woche noch ein bisschen farmen, tatsächlich. Ah, okay, dann ist das deswegen gestiegen. Und hier ist es, glaube ich, ab HC, ne, gibt es auch nochmal so eine Seele, die mir jetzt angezeigt wird, weil ich bei den Nightfee bin. Ich vermute, dass es hier bei den Außenbereichen, dass es dann auch so Seelen sind, ne, die wir dann angezeigt werden. Also ihr seht, hier haben wir zum Beispiel zwei, die angezeigt werden, hier haben wir nochmal welche. Also ich vermute, dass das damit so ein bisschen zusammenhängt, dass ich deswegen da ein paar mehr Sachen drin habe. Genau, aber die hätte ich ja sowieso farmen müssen, werden jetzt halt bloß angezeigt, weil ich halt da einmal geswitcht bin. Gut, jetzt gucken wir einmal hier die zwei Sachen, die gut runtergegangen sind. Und zwar sowohl Erfolge als auch Erweiterungsfeatures. Die Erfolge sind runtergegangen, weil ich einmal bei den Koreanern quasi die komplette Arena fertig gemacht habe. Und da ist halt einiges rausgeflogen. Unter anderem ist es ja so, dass bei den Koreanern, ich habe ja vorhin das eine Achievement gezeigt, wo man 30 Bosse besiegen muss und jeder einzelne Boss zählt halt als ein Unterpunkt, ne? Und dementsprechend, wenn man das eine Achievement macht, sind halt schon mal 30 Sachen fliegen dann halt raus, ne? Und ja, jetzt fehlen hier drin nur noch die Mythic-Kills, ne? Ich bin ja aktuell nicht am Mythic-Raiden, deswegen sind die hier noch drin. Dann Heldentaten. Es ist halt einfach hier aktuelle PvP-Heldentaten, ne? Die sind halt jede Season wieder drin, die geben ja keine Punkte und den Endboss im Mythic töten, das halt fehlt dann auch noch. Und dann sind halt die richtigen Erfolge, dieses eine mit diesen 250 Phantasma, ne? Da bin ich dran, hier unten seht ihr es, 137.929 habe ich, also ein bisschen mehr als die Hälfte, haben wir schon mal. Und dann natürlich sind Pakt-Sankten, da fehlt mir der Titel Mykologin. Also der Titel fehlt mir, das Achievement habe ich tatsächlich, weil ich das mit dem Twink ja schon gemacht habe, ne? Also wenn wir jetzt hier gucken, halt, wir sind im falschen Reiter, hier unten, Pakt Sankten, dann seht ihr die ganzen Achievements, auch von den Nightfee haben wir, aber die habe ich alle mit meinem anderen Täler gemacht, auf dem zweiten Account, ne? Also deswegen habe ich die Achievements aber halt nicht den Titel, weil den kriegt anscheinend wirklich nur der Char, der es gemacht hat. Heißt, das muss ich mit dem Char auch nochmal die Ruffraktion hochfarmen. Naja, wird eine lustige Sache. Und das andere sind halt dann die Venti-Achievements und da fehlen mir halt noch einige.
Ich habe zwar mit meinem Twink hier schon sehr, sehr viele Unterpunkte erledigt, aber hier auf dem Main-Account wird es halt erst angerechnet, wenn ich das Achievement komplett habe, weil es quasi den zweiten Account nicht auslesen kann. Das ist ein bisschen blöd. Genau, also da fehlt noch ein bisschen was, aber das muss ich jetzt halt jede Woche weiter basteln. Ne? Ich kann ja nur einen Gluthof pro Woche absolvieren. Und selbiges haben wir quasi hier auch. Ne? Da sind natürlich hier auch ein Haufen Achievements rausgeflogen. Und was jetzt halt hier hauptsächlich noch drin ist, wie ihr seht, bei den Koreanern zum Beispiel, dieser eine Händler ist hier noch drin. Und dann ist diese eine Waffe noch drin, beziehungsweise hier ne, ein Mob, den ich noch holen muss. Dann bei den Necrolords war es ja auch der Mythic-Händler, den konnte ich leider die ganzen Waffen noch nicht holen, weil ich nicht Mythic am Raiden bin. Und dann sind es hier die Set-Sachen, die ich mir dann noch holen werde, wenn ich wieder zu denen rüber switch, zu den Necrolords. Also ich werde auch nochmal zu den Necrolords relativ wahrscheinlich wieder switchen. Und bei den Nightfee sind es halt noch diese ganzen Quests, ne? Also ich muss die Pack-Kampagne fertig spielen. Ich bin im Moment, kann ich euch zeigen, bei 6 von 9 Kapiteln. Also da ist noch einiges zu tun. Und dann gibt es halt hier auch nochmal Quests beim Tisch zu machen oder es gibt auch hier noch Seelen zu holen, beziehungsweise in dem Konservatorium gibt es dann auch noch einen Haufen Quests. Heißt, ich muss halt, wenn ich die Quests machen will, dementsprechend einmal die Gebäude hochbauen und deswegen switche ich jetzt die Covenants alle so nach und nach durch. Also Plan ist, jede Woche 2 Covenants durchzuswappen. Das sollte eigentlich gehen. Jetzt das erste Mal kann ich zu einem Covenant swappen. Und kann halt instant rübergehen. Und wenn ich dann wieder zu einem Covenant zurückkehren will, muss ich halt eine Questreihe machen, die immer über 2 Wochen geht. Das Praktische ist, ich kann jetzt wo ich bei den Nightfee bin, ich habe letzte Woche schon die Quest angefangen, zu den Koreanern zu swappen, habe eine Quest gemacht. Hier seht ihr, schließt die Aufgabe in der Bastion ab. Ne, die muss man einfach so einen Balken füllen, wie bei den World Quests oder bei den Berufungen. Und das muss man 2 Wochen hintereinander machen. Heißt, ich habe letzte Woche einmal die Quest gemacht und mache die Woche und kann dann, sobald ich die Quest abgebe, in der Mitte der Woche oder irgendwann in der WoW-ID-Woche quasi swappen. Dementsprechend, wenn ich das immer wieder in der Vorwoche annehme, kann ich jede Woche immer bei 2 Covenants gleichzeitig sein. Dann kann ich mir einfach die Seelen holen und mit den Seelen dann wiederum die Gebäude upgraden und dann halt die Quests nach und nach abschließen. Ihr seht hier, bei dem Gebäude gibt es halt auch so eine Handvoll Quests. Wie viel sind das? 21, ne? Und die will ich halt unter anderem machen. Und selbiges ist dann halt bei den Vent hier auch, ne? Da gibt es die normalen Quests, wie ihr seht, das sind die Kampagne, die muss ich dann auch nochmal fertig machen. Ich habe da auch schon einen guten Teil gemacht. Ich glaube, die Hälfte oder so der Kampagne habe ich schon gespielt, aber die andere Hälfte muss ich dann halt noch weitermachen. Und dann ist es halt so, dass es bei den anderen Gebäuden ne, hier halt auch nochmal einen Haufen Quests gibt. Ne? Bei jedem Tier gibt es wieder ein paar Quests, die man machen kann. Und dementsprechend muss ich halt die Gebäude auch wieder ein bisschen upgraden. Und das wird halt eine langwierigere Sache. Aber irgendwann habe ich es sicher durch. Ne? Wenn ich jetzt immer dranbleibe und immer versuche, zwei Bereiche gleichzeitig mitzunehmen, also 2 Covenants pro Woche. Gut, das war es soweit eigentlich dann mit dem Collection-Update. Wir gucken jetzt einmal rein. Wir sind jetzt schlussendlich bei 811 Items, was 98,92% entspricht. Also heißt, wir sind bald wieder eine 99% dran, wo wir auch schon in BFA am Ende waren. Da waren, glaube ich, BFA 99, irgendwas Prozent, also sehr, sehr weit und da kommen wir jetzt auch so langsam wieder hin. Gut, da seht ihr jetzt nochmal die Vorwoche und ja, damit verabschiede ich mich jetzt für das Collection-Update. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und ja, dann sehen wir uns in der Woche wieder, wenn wir wieder ein bisschen was gesammelt haben. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.